Hallihallo, liebe Freunde von Fuchs TV und Freunde der Unterhaltung. Heute spreche ich nun mal hier zu euch, und zwar live, wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja heute gar nicht live, was irgendwie ein bisschen schade ist. Aber ich wollte hier nochmal ganz kurz ein kleines Wort zu all den Leuten sagen, die bei YouTube mich abonniert haben, beziehungsweise die mich kennen oder auch nicht kennen, die Fuchs TV kennen oder auch nicht kennen, die den lieben Alex hier kennen oder nicht kennen. Halt doch auf den Alex drauf. Hi. Aber Alex, seit Jahren unser bester Kollege hier bei Fuchs TV. Ja, genau. Ja, jetzt übrigens der Alex, der schreibt doch immer die wunderbaren Kinokritiken bei fuchstv.com/forum oder forum.fuchstv.com. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie man diese Seite am besten erreicht. Aber liebe Leute, ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich für euch alle, ja, für die ganzen tollen Sachen hier bedanken, die in diesem Jahr passiert sind. Es war ein wunderschönes Jahr mit euch. Das Jahr 2009 war wunderschön, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Es gab viele neue Leute, die sich uns angeschlossen haben, unter anderem dem guten alten Timo aus Alsdorf, den wir jetzt auch mal grüßen und dem wir vor allen Dingen sagen, Timo, wenn du das siehst, weißt du, dass Fuchs TV mal wieder ein Video hochgestellt hat. Nochmal der Hinweis an Timo. Ja, genau. Genau. Vielen Dank für euch alle, an euch alle. Auch wer ist noch dazu gekommen? Der gute Dennis ist dazu gekommen. 53 WWE. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aber ich denke mal schon. Der ist jetzt ganz neu bei uns. Also, naja, ist ein neuer Fan von Fuchs TV. Dann möchte ich mich auch schon mal bei allen Interessenten für den Kulturclan e.V., beziehungsweise erstmal Kulturclan, bedanken. Vielen Dank, dass ihr echt Interesse daran habt und vielen Dank auch erstmal an Stack und Timo, die uns das ermöglicht haben, dieses tolle Design hinzubekommen. Genau, nein, ich singe noch nicht, Alex. Du musst noch nicht die Lunte in die Hand nehmen. Die Lunte. Ja, das ist schon ein hartes Leben. Aber was ich gemerkt habe, was ganz wichtig ist in diesem neuen Jahr, im Jahr 2010, heißt, dass ich mehr für euch da sein werde. Ich werde mehr auf euch versuchen einzugehen, weil ich habe gelernt, dass man oft mit kleinen unscheinbaren Tätigkeiten viel erreichen kann. Das ist echt die kleinen Dinge manchmal sind, die etwas ausmachen. Und darauf möchte ich noch mehr achten im Jahr 2010. Klingt jetzt etwas politisch, etwas interessant, aber ich werde es versuchen. Ja, wirklich diese kleinen Dinge, wie bei diesem Fernseher zum Beispiel, die paar Zentimeter, die das ganze Bild ein bisschen größer werden lassen. Ja, ich labere hier schon wieder absoluten Schwachsinn. Unser Kameramann, ja, unser Kameramann zeigt mir schon eine 3. Rote 3 ist immer noch befriedigend. Es geht immer noch. Was, um 3 Minuten? Ich quatsche schon 7 Minuten? Nein. Nein, das kann nicht sein, liebe Leute. Auf jeden Fall werden wir heute noch sehr viel Spaß haben. Wie immer gab es auch schon sehr viele Absagen. Wieder eine Person. Gab es nicht erst eine? Es gab erst eine, aber du weißt doch, eine Absage kommt selten allein hier bei uns. Bei Fuchs TV, bei Film. Da aus. Ja, genau. Wie gesagt, wir haben sehr viele Leute kennengelernt dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir auch nochmal ganz viele Leute kennenlernen, habe ich so den Eindruck. Ich hoffe, dass wir doppelt so viele Leute nochmal kennenlernen. Denn nächstes Jahr geht es los mit dem Kulturclan und dazu möchte ich euch recht herzlich einladen, dabei zu sein unter www.kulturclan.de. Da gibt es nochmal alle Informationen zu dem Kulturclan e.V. Demnächst wird es ein e.V. sein. Noch ist es kein e.V. Wir sind schon ganz doll dran, das so hinzubekommen. Ja. Hier gibt es gleich noch ein bisschen tolle Live-Musik und so, ein bisschen Besuch und ein paar Spiele und ja, man wird sehen. Jetzt kommt das Bier langsam hoch, ich glaube, ja, genau. Ich glaube, wir sehen uns einfach später nochmal wieder, wenn sich das Jahr nicht mehr beruhigt hat. Auf dem Parkplatz, da sehen wir uns ganz zum Schluss erst. Da werden wir dann sehen, was man mit tollen Büroartikeln so anstellen kann. Ach, mit 2 Feuerzeugen kann man auch schon so viel Blödsinn machen, Alex, das wissen wir doch. Ja, gut. Dieses Video war wieder mal total langweilig.
der absolute Garant für ein Fuchs-TV-Video. Ja, lasst euch überraschen, es wird nur besser heute Abend. Okay, bis dann, liebe Leute. Tschüss.